Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Und wir sehen hier unseren Forschungsnexus, den wir im Auftrag oder in den Auftrag gegeben haben. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr angetan über dieses Ding. Und wenn wir irgendwann genug Geld wieder haben, dann werden wir hier die nächsten Superkonstruktionen oder Megastrukturen errichten. Beziehungsweise, wir können mal gucken, welche das sind. Und wir haben dort ein Konstruktionsschiff, dort. Ich würde sagen, in Subtranius sieht das ganz gut aus. Und wir können in Subtranius nicht mit der Bergbaustation, mit unserem Konstruktionsschiff. Eine Megastruktur bauen. Und zwar könnten wir eine Wachmatrix bauen. Die Wachmatrix führt zur Erweiterung der Sensorreichweite, bis schließlich die gesamte Galaxie abgedeckt wird. Das würde mich tatsächlich interessieren, die Wachmatrix. Forschungsstätte könnten wir auch nochmal bauen. Sterntor finde ich jetzt nicht so interessant. Strategisches Koordinierungszentrum. Eine Einrichtung, das das nationale Sternbasennetzwerk synchronisiert und so defensive und offensive Fähigkeiten erweitert. Das wäre schon auch ziemlich mächtig. Megakunsteinrichtung erhöht überall die Zufriedenheit. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Was mich interessieren werde, wäre tatsächlich die Wachmatrix, sodass wir von allen sehen können, was sie machen. Und ich glaube, das ist in Subtranius auch gar nicht schlecht. Wir sehen zwar von sehr vielen, was passiert. Ja, wir sind mit sehr vielen befreundet. Aber gerade hier oben dieser Krieg, der würde mich tatsächlich schon interessieren. Apropos Krieg, wir sehen hier, die beiden verbleibenden Föderationen sind in einem schier unmenschlichen Krieg eingetreten. Und ja. Das sind, glaube ich, wir können ja mal auf den Diplomatie-Modus gehen. Und jetzt habe ich auf ein System geklickt. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Irgendwer hat jetzt hier Krieg. Ach, das ist der Nachbarschaftskartenmodus. Okay, das war der Diplomatie, wollte ich haben. Okay, die sind sich hier tatsächlich Spinnefeind. Okay. Also die haben auch tatsächlich Krieg, alle gegen alle. Und dieser Krieg ist tatsächlich der Krieg, der hier oben am interessantesten im Moment ist. Denn dieser Krieg entscheidet, welche Föderation der unsrigen am mächtigsten ist. Im Moment sieht es so aus, als wenn die Föderation der rechten Seite, als wenn diese Föderation langsam die Oberhand gewinnt. Das war lange Zeit sehr ausgeglichen. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es noch nicht. Wir sehen hier, Withrilly wurde und Siamon, ein paar andere wurden von dieser Föderation hier eingenommen. Und hier auch ein paar Planeten. Dafür hat diese Föderation hier wiederum hier ein paar Planeten oder Sternsysteme eingenommen. Ist schwierig, muss ich sagen. Hier in diesem zentralen Knotenpunkt haben sie auch eine, ich meine es in der Übersicht gesehen zu haben, müssten sie eine ziemlich starke Station haben mit einem hohen Verteidigungswert. Und Eugesim-Station hier auch, deswegen kommen sie wahrscheinlich hier schlecht weiter. Dann werden sie mit ihren 5000 oder 6000 Flottenstärke, da werden sie dann nicht weiterkommen, da müssen sie schon ein bisschen mehr aufbieten. Also das bleibt spannend, ganz ehrlich. Hier sind in meinen Augen ungefähr die gleiche, na, ein bisschen mehr Planeten als hier. Vielleicht ist diese Seite auch tatsächlich ein wenig überlegen im Gegensatz zu dieser Föderation. Es bleibt echt mega spannend, wie es hier weitergeht. Denn das ist im Prinzip der letzte Nagel. Wir machen einfach mal weiter. Unserer Feinde. Welcher unserer Feinde wird wirklich unser richtiger, realer Feind werden für die Zukunft? Beziehungsweise Feinde sind es ja, glaube ich, gar nicht. Wir können ja mal gucken,
Wie die uns... Ja, die sind empfänglich. Die sind neutral. Also es ist jetzt wirklich davon neutral. Keiner wirklich Spinnefeind. Neutral. Die sind herzlich sogar uns gegenüber und das verbessert sich noch. Also so richtig abgeneigt uns gegenüber ist eigentlich keiner. Das ist eigentlich das Gute daran. Wir machen ja auch eigentlich nichts Böses. Ja, das ist ja das Schöne. Okay, es ist jemand gestorben. General Lee Richardson von der ersten Transportflotte. Das ist natürlich schade. Aber okay, dann kriegt er einen neuen General. Und wir haben ein Psioniker. Oh ja, sehr cool. Moral der Armeen plus 15% und Moralschaden ebenfalls. Armeeschaden plus 10%. Ne, komm, wir machen den Psioniker. Den finde ich hier tatsächlich... Oder die Entschuldigung bitte. Die Psionikerin natürlich, selbstverständlich. Okay, wie sieht es denn hier aus? Flottenstärke sieht eigentlich auch ganz gut aus. Bei den hier. Wir haben jetzt genügend Einsichten über die Eltor gesammelt, um die Technologie hinter ihnen verstehen zu können. Sobald wir sie erforscht haben, sollte eins unserer Forschungsschiffe den fortwährenden Wartungszyklus beenden können, in dem sie sich befinden. Das L-Cluster liegt bereits vor unseren Händen. Ja, jetzt ist die Frage, wo haben wir so ein L-Tor? Hier ist ein Sternentor, das führt dahin. Also Sternentore haben wir. Aber L-Tore sehe ich jetzt hier nicht allzu viele. Hier ist ein Wurmloch, das geht da hinten hin. Da könnte man mal eins unserer Forschungsschiffe hinschicken, tatsächlich. Zack. Wie sieht es eigentlich in Coil aus? Da haben wir, glaube ich, alles, was an Verteidigung geht, haben wir draufstehen. Inklusive einer großen Ionenkanone. Ja. Also hier ist die Verteidigung. Hier ist die Verteidigung mit tatsächlich zwar nur 25.000, aber unsere Verteidigung steht. Dem Feind werden wir es definitiv nicht einfach machen, wenn er der Meinung ist, durch das Wurmloch hier durchkommen zu wollen. Okay. Dann schauen wir einmal in die galaktische Gemeinschaft. Geringfügige Forschungssanktionen. Die Reiche, die gegen galaktisches Gesetz verstoßen, müssen regelmäßig Inspektion ihrer Forschungseinrichtung durchgeführt werden. Effekte. Reiche, die denunziert wurden oder galaktisches Gesetz erhalten, die denunziert wurden. Modifikatoren. Nein. Ablehnen. Galaktische Modifikatoren. Ja, Mitglieder. Das gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht. Unterstützer. Fast alle. Also ich definitiv nicht. Ganz klar. Also das wird nicht unterstützt, muss ich sagen. Also das ist ja Wahnsinn. Okay. Nun gut. Sainidis ist fertig. Dann können wir dort einen weiteren Bau in Auftrag geben. Sehr gut. Und Technologie. Kenntnis über das enigmatische Tor. Und ich bin ehrlich noch nicht sicher, wo so ein Tor bei uns wirklich liegt. Das müssten wir vielleicht mal suchen. Okay, Forschung auswählen. Baukosten Sternbasen minus 25%. Wir haben eh nur noch zwei. Kann man mal, ja, Baugeschwindigkeit Planeten, Reichsausbreitung von Distrikt minus 10% ist interessant. Synthetische Anführer. Tja, Baugeschwindigkeit. Ich würde sagen, wir machen erstmal das hier. Das ist in 5 Monaten. Ist das so und so durch. Okay, dann mal weiter im Programm. Das Schiff ist verloren, beziehungsweise unterwegs. Genau, schicken wir hier durch. Kusom ist jetzt ebenfalls fertig.
Sind wir jetzt bei 16. Kusum können wir gleich updaten. In unserer Raffineriewelt läuft soweit ganz gut. Casu Secundus, die Gießereiwelt. Da haben wir jetzt 3 Gießereien, die werden wir jetzt updaten. Und dann hatten wir, glaube ich, auch hier oben eine Industriewelt. Hier ist soweit alles fertig. Hier haben wir aber jetzt tatsächlich immer noch 3 arbeitslose Spezialisten. Ja, die sollten sich eigentlich automatisch runterstufen dann und hier unten unterstützen. Das sollte, normalerweise soll das automatisch passieren, wenn ich die Spielmechanik noch richtig im Gedächtnis habe. Okay, hier gibt's, das war das Thema. Jetzt sind wir tatsächlich auch im Plus, das sieht gut aus. In Procyon Prime werden die Sachen hier gebaut, das passt auch. Und dann wollte ich tatsächlich jetzt noch einmal in die Dinger hier gucken. Und hier sind auch Dinge im Bau. Auf Wumm können wir tatsächlich mal einen Bergbaudistrikt bauen. Und dann werden wir hier eine Mineralienverarbeitungsanlage bauen. Denn hier gibt es ja tatsächlich doch relativ viele Mineraliendistrikte. Und dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir hier mal ein bisschen mehr draus. So, jetzt sind wir hier tatsächlich bei minus 1. Das ist auch schon als Raffineriewelt deklariert. Und dann würde ich tatsächlich sagen, wir bauen eine synthetische Kristallanlage. Obwohl ich mir bei einer Raffineriewelt Raffinierer, Umwandler und Chemiker... Dann setzen wir das mal fest. Was ist denn jetzt eine Kristallanlage? Was von beiden? Ein Umwandler, okay. Das heißt, die sind da definitiv auch von betroffen. Alles klar, sehr schön. Dann passt das ja eigentlich. Okay, die brauchen nämlich eigentlich alle, wenn ich mich nicht richtig entsinne. Genau, die brauchen Grundunterhalt Jobs plus 10. Dann würde ich sagen, machen wir tatsächlich nochmal einen Bergbaudistrikt mehr. Und dann nochmal... 2 Stadtdistrikte für den Wohnraum langfristig und dann sollte das zumindest grob passen, obwohl wir machen mal einen Stadtdistrikt hier wieder weg. Okay, hier ist überall was im Bau, hier ist ein planetarer Außenposten im Bau, das sieht soweit ganz gut aus und dann hier, wir haben auch 3 Bergbaudistrikte, dann würde ich tatsächlich hier auch eine Mineralienverarbeitungsanlage bauen. Ja, ich denke, das passt dann. Okay, Schadenenergiewaffen, sehr schön. Und hier können wir jetzt die Eltor-Aktivierung. Wir machen das. Wir machen die Eltor-Aktivierung. Okay, und weiter. Research concluded. Schon wieder. Baugeschwindigkeit planetarer plus 50%, Reichsausbreitung plus minus 10%. Sehr schön. Das heißt, Distrikte minus 10%. Oh, das hat uns tatsächlich jetzt schon eine ganze Menge gebracht. Jetzt haben wir wieder knapp 100 Reichsausbreitung frei. Okay, dann haben wir ziviler Replikator-Komplex. Neues Gebäude. Handwerker machen aus Mineralien Konsumgütern. Ja. Das klingt gut. Wie gesagt, wir hängen bei einer Sache tatsächlich hinterher, weil wir relativ früh die Sprungansysteme gebaut haben. Und das hat uns auch einmal bei der Dune-Hegonomie tatsächlich etwas gebracht, weil wir direkt hinten reingesprungen sind und den Krieg von hinten aufgewirbelt haben. Das war schon ziemlich hilfreich, muss ich sagen. Das war schon ziemlich mächtig. Das breite Schild, Flottenkapazität plus 10%. Ja. Das wird unterstützt. So.
Ja, jetzt, ziviler Replikator-Komplex. Das gucken wir uns gleich an. Und ich würde tatsächlich Rumpfstärke, Panzertorpedos, lasst uns mal die erforschen. Und Produktion von Handwerkern plus 10%. Ja, sehr cool. Das machen wir auf jeden Fall. Ein Eltor. Obwohl wir Menge Informationen über Eltor und ihre Technologie gesammelt haben, verfügen wir selbst nicht über eine solche Apparatur. Um dieses Projekt fortführen zu können, müssen wir die Kontrolle über ein System erlangen, das ein Eltor hat. Dann sollten wir uns ein Eltor sichern oder wir haben einfach nur 7 Erkenntnisse gesammelt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sind keine kriegerische Spezies. Das ist der Punkt. Ich weiß gar nicht, ob man ein Eltor, ob man das suchen kann. Nein, natürlich nicht. Ein Eltor kann man auch nicht suchen. Das sind nur die bekannten Systeme. Dann lasst uns doch mal gucken, ob wir irgendwo... Wir könnten ja auch unsere Freunde fragen, ob die möglicherweise Systeme abgeben würden. Aber wir sind ja keine kriegerische Spezies. Das ist halt auch das Problem. Die haben kein Eltor. Also ich sehe jetzt hier auch nirgends, auch nur ansatzweise ein Eltor, auch in Reichweite. Das sind unerforschte Wurmlöcher. Das sind Sterntore, die auf Aktivierung warten. Sterntore. Da hinten gibt es ein Eltor. Ganz weit weg. Also wirklich am ADW, wenn man so schön sagt. Das sind Sterntore. Hier gibt es Heaven's Gate. Da gibt es ein Eltor. Ja, das könnte man ins Auge fassen, aber... Wie gesagt, wir sind nicht kriegerisch. Das passt nicht zu uns. Nee. Wir nehmen den interessanten Zeitvertreib, der jetzt hier endet. Also, das macht für uns, glaube ich, ansonsten einfach keinen Sinn. Okay, ich würde aber tatsächlich gerne eins unserer Forschungsschiffe. Die Drake ist hier am Arbeiten und die Tesla hängt hier rum. Deswegen werden wir mal nach Waltram gehen und werden das Wurmloch erkunden. Und danach erkunden wir bitte dieses Wurmloch. Beziehungsweise, ja, erst das hier. Und danach kannst du das hier erkunden. Und hier ist Chor's Kompass. Etwas hat mit uns Kontakt. Das gehört zur wartenden Schlange. Okay. Racket Industries. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Kommunikation beenden. Der numidische Orden. Aber wieso? Etwas verlangt nach uns. Moment, da werden wir mal... Moment, stopp. Dann Planänderung. Wo ist die Tesla? Dann machst du bitte einen Sprung in das System. Gibt's hier tatsächlich... Nein, wie cool. Gibt sogar ein... Das ist ja geil gemacht. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist ja irre. Dann gibt es hier Arrakis. Das ist irgendeine Stadt... Die Station hier hat irgendwas mit dieser Schlange zu tun. Jetzt verstehe ich, warum das System noch nicht zu Ende ist. Da hat sich das... Leute, könnten wir vielleicht in dieser Staffel endlich das Geheimnis dieser sagenumwogenen Schlange lüften? In diesem System?
Ist das cool. Ich bin ja total gespannt. Und ganz ehrlich, wenn die hier irgendwelche Probleme machen, dann ballern wir die alle weg. Das ist mir völlig egal. Ich will unbedingt dieses Geheimnis von dieser Schlange lösen. Das ist ja irre cool. Sehr, sehr, sehr cool. Wirklich toll. Also da bin ich echt jetzt ein bisschen geflasht. Richtig toll. Okay, neue Forschung. Und Megaschiffswerften. Ja, komm. Wir machen die Megaschiffswerften. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir davon bei Zeit mal eine bauen. Wir haben jetzt auch wieder 7700. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir beim letzten Mal einen Juggernaut gebaut haben, den wir noch bauen müssen, den wir noch in Auftrag geben müssen. Dieses wunderbare, wunderschöne Schiff. Und ich würde sagen, wir versuchen das mal. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Und wir hatten Fuchiao umgebaut, wenn mich nicht alles täuscht, für die kolossale Werft. Richtig. Und hier ist der Juggernaut sogar schon im Bau. Sehr, sehr, sehr cool. 1800 Tage noch, dann ist er fertig. Okay, dann werden wir mal weiter an unserer Flotte arbeiten. Wir haben hier noch knapp in der First Fleet noch 100 Kampfstärke übrig. Das würde ich hier auch gerne einbringen. Aber bevor wir das machen, gehen wir nochmal in den Schiffsdesigner. Denn die First Fleet wird aus Zerstörern, Kreuzern und Schlachtschiffen bestehen. Und die Zerstörer, Kreuzer und Schlachtschiffe gucken wir uns vorher nochmal an. Zerstörer haben wir nur die Kriegsschiffe der Excelsior-Klasse. Ja, da können wir tatsächlich mal schauen, ob wir uns noch ein weiteres dazu bauen. Die Akira-Klasse, denke ich mal, ist soweit okay. Autoverbesserung ist hier an. Die Gauss-Kanone ist hier drin. Was haben wir denn hier? Wir sind hier auf 50. Breitseitenbug ist Reichweite 75, 60. Mittlere Plasma-Kanone, das ist, denke ich, okay. Dann haben wir die Amöbengeschwader. Ja, wie gesagt, das wird eh alles autoverbessert. Ich denke, das passt soweit. Ach, jetzt habe ich schon wieder zugemacht. Dann gibt es die Nebula-Klasse mit einem großen Artilleriebug und dann Raketen. Ja, ist okay. Und dann gibt es die Intrepid-Klasse dazu, die mit einem fokussierten Arch-Emitter funktioniert. Und dann klassisch die Galaxy-Klasse mit Neutronenwerfer, kinetischer Artillerie. Was können wir denn da noch ansonsten einbauen? Da haben wir täglich eine Durchschnittszahl 42 auf 130 Reichweite. Was haben wir für eine Reichweite? 80. Was kann der Gamma-Laser? 36. Okay, der ist niedriger. 29, 42 Neutronenwerfer und 45. Ich denke, das ist schon eine ganz gute Kombination. Okay. Dann möchte ich trotzdem mal gucken, mittlere Gauss-Kanone. Ob wir hier möglicherweise was Besseres haben. Die hat einen Durchschnittsschaden von 16. Bei 50% Schilden. So. Wir haben hier 100% Schilddurchschlag, 50% Gauss-Kanone. Ne, da haben wir tatsächlich nichts Besseres. Gut. Dann würde ich sagen, bleibt das so. Aber ich würde trotz alledem gerne nochmal in Richtung Zerstörer gehen. Und lasst uns mal gucken, was wir in Richtung... obwohl Artillerie haben wir eigentlich... Na, Artillerie haben wir genug. Mit unseren Kreuzern, da haben wir einen Kreuzer, einen Trägerkreuzer und hier haben wir halt wirklich einen Raketen- und Plasmakanonenkreuzer.
und Schlachtschiffe, die hier auf Schilddurchschlag und Panzerungsdurchschlag getrimmt sind. Das Einzige, was mir ein bisschen missfällt, ist die hier tatsächlich. Die Plasmakanone. Die hat nur 29 im Artilleriebug. Ich weiß nicht, ob das wirklich die große Plasmakanone, ob das die richtige Waffe ist. Hier hätten wir... Also sie ist bei 250 maximal auf 5. 1000 auf 16. 42 Durchschnittsschaden. Hat auch Schilde. Ich glaube, der Neutronenwerfer wäre tatsächlich sogar besser geeignet. Gamma Laser hat 36, 29. Hat halt plus 100% Panzerung und Rumpfschaden. Ja, ich glaube, wir nehmen den Neutronenwerfer rein. Ich glaube, das macht hier tatsächlich mehr Sinn. Ja, und überschreiben bitte. Okay, dann können wir die Flotten mal aufrüsten. Da haben wir jetzt ja tatsächlich was geändert. Und dann werden wir die erste Flotte jetzt ein wenig umbauen. Wir haben tatsächlich die 100 frei. Und wir haben Schlachtschiffe der Galaxy und der Intrepid-Klasse. Kreuzer der Akira- und Nebula-Klasse. Und dann würde ich sagen, kommen hier 4 mit rein. Akira machen wir 10. Hier machen wir 12. Und dann würde ich tatsächlich noch gerne einen Titan hinzufügen. Nein, dann haben wir das Befehlslimit überschritten. Ein Titan kommt auf jeden Fall noch mit rein in die Flotte. Und den Rest machen wir einmal damit. Also da noch ein Schiff. Und dann würde ich sagen, machen wir das voll. Dann sind wir bei Kosten von 16.000. Ja. Dann bauen wir erstmal das, was wir uns leisten können. Okay. Dann würde ich sagen, geht's hier mal weiter. Und schon wieder. Admiral Brittany Stokes von der ersten Flotte. Oh nein. Das ist jetzt natürlich, das ist natürlich echt schade. Die erste Flotte ist eins unserer Hauptkampfflotten gewesen und puh, das ist jetzt natürlich echt eine harte Nachricht, ganz ehrlich. Aber wir rekrutieren uns einen neuen General. Wir gucken mal, was die können. Robustheit, tägliche Hüllenregeneration, Panzerung und Hülle 0,5%. Ja, ich würde sagen, den Herrn nehmen wir. Das finde ich ganz gut. Okay. Und ich sehe es nach wie vor so, dass der Bereich hier eins unserer größten Schwächen ist. Deswegen frage ich mich gerade, wenn ich hier in unserer Gießereiwelt was gebaut habe, hier gibt es Wohnungsmangel. Eieieiei. Okay, die können wir grundsätzlich auch schon mal updaten hier. Das ist natürlich doof. Jetzt ist die Frage, ob wir hier was umbauen. Das würde ich tatsächlich ungern machen. Wie sieht es denn aus? Chemie haben wir eigentlich genug. Dann lass uns das doch mal ersetzen. Eine Chemieanlage durch Luxusresidenzen. Wohnung 4, Dienstleistung 5. 7, wenn wir die weiter ausbauen, sollte das eigentlich passen. Und dann werden wir die Luxusresidenzen mal nach oben packen. Ja. Und wir können jetzt endlich unsere Zivilindustrie updaten. Das bringt uns aber nicht sehr viel, weil wir hier jetzt im Plus sind. Und ich würde tatsächlich das Geld jetzt nicht investieren. Erst wenn wir hier irgendwann ins Minus rutschen, dann investieren wir in weitere Zivilindustrie. Und wir haben ja also auch das hier. Wir sind jetzt hier eigentlich im Plus und da möchte ich hier wirklich nicht sehr viel weiter investieren. Okay,
Schaden, Energiewaffen, Trefferpunkte, Schild. Ich würde tatsächlich erstmal die Energiecredits weiter verbessern. Okay, ja, das war die zweite Folge Stellaris für diese Woche. Und wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und ich hoffe, dass wir morgen in der nächsten Folge uns des Themas hier annehmen können, der Schlange. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.